Hallo und schön, dass du da bist. Webbaukästen werden immer beliebter. Es gibt mittlerweile ganz viele, also nicht nur Jimdo, Weebly, Wix, sondern auch Shopify, Elopage. Für alle möglichen Funktionalitäten gibt es Webbaukästen, Plattformen, die online basiert laufen. Und wir schauen uns heute an, warum entwickeln diese Webbaukästen sich so rasant? Warum haben die auch immer mehr Zulauf? Und wir schauen uns auch an, kann sich WordPress dagegen noch behaupten? Wo liegen vielleicht auch die Stärken von WordPress? Webbaukästen versus WordPress. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Der Marktanteil von Webbaukastensystemen steigt. Der Marktanteil von Content-Management-Systemen fällt. Content-Management-Systeme sind zum Beispiel WordPress, Joomla, Drupal, Typo3, um nur ein paar davon zu nennen. Und das einzige System, was sich eigentlich gegen den Trend stemmen kann, ist WordPress. Aber auch WordPress steht unter Druck von den Webbaukastensystemen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen an, was es da so alles gibt. Also ein sehr bekanntes Webbaukastensystem ist eben Wix. Das ist auch sehr gut ausbaubar. Also damit kann man einfach eine Website aufbauen. Man braucht nicht unbedingt einen Webdesigner dazu. Und man kann wirklich funktional das Ganze auch erweitern. Auch in Deutschland gibt es interessante Anbieter, wie zum Beispiel Jimdo. Auch, also da ist es vor allem ein sehr einfacher Webbaukasten, der auch dem deutschen Datenschutz gerecht wird und der da entsprechende Vorteile bietet. Dann ist es so, dass immer mehr Hoster auch ihren eigenen Webbaukasten auf den Markt bringen und der ist teilweise, wie zum Beispiel hier bei WebGo, wirklich sehr, sehr gut, diese Baukästen, die es da gibt. Also wenn ihr den mal testen wollt, das ist wirklich großartig, was man damit mittlerweile alles machen kann. Dann gibt es in den letzten Jahren natürlich auch immer noch komplexere Webbaukastensysteme. Also zum Beispiel Webflow schickt sich an, wirklich eine echte Konkurrenz zu WordPress zu werden. Das ist auch online basiert, aber eben unheimlich individuell sozusagen programmierbar. Sodass man die vielbeschworene Flexibilität von WordPress auch in einem auf einer Plattform auch abbilden kann. Dann kennt sicherlich jeder auch Shopify, mittlerweile fast schon ein Synonym des E-Commerce weltweit. Und zum Beispiel auch Elopage, gerade wenn man Online-Business macht, auch eine Plattform, also das Wort der Stunde ist auch Plattform, mit dem man jetzt zum Beispiel digitale Produkte verkaufen kann, Online-Kurse anbieten kann, einen Mitgliederbereich aufbauen kann. Also du siehst, es gibt hier eine Vielfalt, hunderte, tausende Anbieter konkurrieren. Die Technik im Hintergrund wird immer besser und ja, es gibt bedeutende Vorteile, auf die wir jetzt Schritt für Schritt eingehen wollen. Warum sind Webbaukästen so erfolgreich? Der erste und wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass die Dinger einfach funktionieren. Also man hat eine Website bei Wix und dann steht die da und die steht einen Monat, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und die funktioniert immer. Auch relativ egal, wie viele Leute da drauf kommen, wie viele Besucher die Website hat. Also ich habe Jimdo-Website vor 10, 12 Jahren ein paar aufgebaut und die funktionieren alle noch tipptopp. Da gibt es in den ganzen Jahren keinerlei Probleme. Im Gegensatz zum Beispiel zu WordPress, wo man eben immer gucken muss, dass man die Updates macht, dass man auch Sicherungen macht, falls mal was passiert, falls es mal irgendwo technische Probleme gibt und so weiter. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie bei den Flugzeugen. Also Flugzeuge dürfen einfach nicht abstürzen. Das wäre eine Katastrophe und weil das nicht passieren darf, sind Flugzeuge immer sicherer geworden und die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt, ist bedeutend geringer als bei einem Autounfall zu sterben. Und so ähnlich ist es auch bei Webbaukästensysteme, dass man praktisch, wenn jetzt zum Beispiel Wix hat
Tausende oder Abertausende, vielleicht auch Millionen von Usern. Das heißt, da draußen befinden sich 1 Million Websites und die sind alle auf der gleichen technischen Basis gebaut. Wenn jetzt diese Plattform, diese Basis ein Problem hat, dann haben 1 Million Menschen ein Problem. Und das erzeugt natürlich unheimlich viel Druck, diese Plattformen wirklich solide so zu programmieren, dass es keine Probleme gibt. Und wenn es ein Problem gibt, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen. Weil das Unternehmen kann sich das nicht leisten. Also kurz gesagt, so wie Flugzeuge funktionieren, man kann einsteigen, man fliegt dahin und nichts passiert. So ist es auch bei Wix. Man geht rein, baut sich seine Website auf und das Ding läuft. Egal ob bei Wix, Shopify, Jimdo oder wie die einzelnen Webbaukästen heißen. Den zweiten Punkt, über den man mal nachdenken kann und der sehr wichtig ist, ist, dass diese Webbaukästen-Systeme, wir nehmen hier mal Wix und Shopify exemplarisch, die haben extrem robuste Geschäftsmodelle. Diese Firmen verkaufen Websites. Der eine kauft sich ein bei Wix, baut da seine Website, der andere, und jeder bezahlt jeden Monat zum Beispiel 9 Euro oder 20 Euro oder auch bei Shopify 50 oder 60 oder 70 Euro. Die sind auf dieses System angewiesen. Die können nicht unbedingt von heute auf morgen auf ein anderes System wechseln. Das bedeutet einen großen Aufwand. Das heißt, diese Unternehmen dahinter, die können unheimlich gut kalkulieren und mit jedem Kunde, den die neu gewinnen, bauen die eigentlich ihren Umsatz und ihren Gewinn normalerweise auch entsprechend aus. Das heißt, diese Unternehmen sind hoch profitabel und vor allem auch sehr hoch bewertet. Wenn man sich zum Beispiel mal Wix anguckt, dann hat es zum Beispiel eine Marktkapitalisierung von 4.500 Millionen, also 4,5 Milliarden ist das Ding an der Börse sozusagen wert oder kapitalisiert. Oder bei Shopify sogar noch mehr. Da ist es so, dass es eine Marktkapitalisierung von 36 Milliarden Euro darstellt. Daran sieht man einfach, was das für interessante Geschäftsmodelle sind, die hier entstehen, dass es einfach super lukrativ ist, super profitabel und ja, das ist einfach auch entscheidend für die Nachhaltigkeit, das, was profitabel ist. Und selbst bei kleinen Anbietern, also diese Hoster, die jetzt alle ihre Webbaukästensysteme anbieten, die haben auch einfach eine technische Basis, die haben diese Infrastruktur und dann können die wunderbar skalieren mit diesen Webbaukästensystemen. Das heißt, selbst für die kleinen Anbieter kann das Ganze schnell profitabel sein und deswegen kann man eigentlich guten Gewissens auf so einen Anbieter setzen. Natürlich sollte man eher auf einen bestehenden, schon länger am Markt bestehenden Anbieter setzen, wie jetzt zum Beispiel Wix oder Jimdo oder Shopify. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit fast gegen 100%, dass die auch noch in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren noch existieren. Aber selbst bei kleineren Anbietern, wie jetzt zum Beispiel bei einem Webgo-Baukasten, kann man eigentlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, diese Webbaukästen wird es auch noch in vielen Jahren geben. Der vierte Punkt, der auch ganz wichtig ist, ist die Flexibilität der Systeme, die immer größer wird. Früher war es einfach so, man hat gesagt, okay, WordPress, da hast du die volle Flexibilität. Dafür ist alles ein bisschen komplizierter. Und bei Webbaukästen ist alles einfacher, aber dafür hast du keine Flexibilität. Das heißt, du bist einfach darauf angewiesen, ja, kann das System gerade das, was du brauchst? Wenn ja, gut, wenn nein, Pech gehabt. Und okay, es ist immer noch so, wenn man einen Webbaukasten nutzt, dann kommt man unweigerlich an Grenzen, wenn das Business komplexer wird. Aber man muss sagen, die Funktionalität wird immer mehr und vor allem werden die Systeme teilweise jetzt erweiterbar. Das heißt, ich habe jetzt bei Wix
eben zum Beispiel hier einen App Market und bei Shopify einen App Store. Das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmte Funktionalität für meine Website brauche, dann kann ich mir das über Apps dazu buchen. Die kosten dann natürlich auch wieder ein bisschen, aber ich habe eben die Möglichkeit, auch komplexere Websites zu bauen mit solchen Webbaukastensystemen. Wie gesagt, früher war das immer so, dass halt WordPress da einfach der absolute Platzhirsch war, weil es da diese Vielzahl an Plugins gibt, dass man praktisch fast alles praktisch damit abbilden kann. Und ja, es ist immer noch die große Stärke für ein WordPress, dass man wirklich alles mit Plugins, jede Funktionalität abbilden kann. Aber die Webbaukästen holen hier auf und teilweise haben diese Webbaukästen da eben das richtig gut umgesetzt. Also Beispiele neben Wix und Shopify ist zum Beispiel auch Elopage so ein Anbieter, der einfach dann auch noch Add-ons, die man an- und ausschalten kann. Dann bezahlt man ein paar Euro weniger oder ein paar Euro mehr und hat dann unterschiedliche Funktionalitäten zur Verfügung. Und das ist sicherlich die Zukunft. Und eben auch ein Grund dafür, warum Webbaukästen immer beliebter werden. Kommen wir zu der spannenden Frage, hat WordPress zukünftig überhaupt noch eine Chance gegenüber den Webbaukästensystemen? Natürlich hat WordPress immer einen bestimmten Markt an bestimmten Stellen, also da, wo Flexibilität gefragt ist, da wo man einfach individueller agieren will, wirklich alle Freiheiten auch vom Design etc. haben will. Aber WordPress hat natürlich den Anspruch, wirklich in der breiten Masse das System der Wahl zu sein. Scheinbar ist es das auch noch. Wenn man Statistiken guckt, dann ist zum Beispiel WordPress der Marktanteil von den Content-Management-Systemen bei um die 60% und insgesamt der Anteil an allen Websites im Internet bei 43%. Ich weiß jetzt nicht die Zahlen, ob die ganz aktuell sind, aber zumindest hat WordPress wirklich einen riesigen Marktanteil, der sogar manchmal kritisiert wird von Menschen, die zum Beispiel sagen, man müsste WordPress schon in eine Ecke stellen mit den großen Anbietern wie Google und Amazon, die eben zu viel Marktmacht haben. Meiner Meinung nach ein Schwachsinn, weil WordPress einfach ein ganz, ein riesen Ökosystem mit tausenden kleinen Unternehmen, die Geld verdienen mit WordPress. Okay, trotzdem will ich sagen, dieses optimistische Bild ist meiner Meinung nach ein bisschen trügerisch, weil WordPress hat, glaube ich, deswegen auch eine große Verbreitung, weil man damit auch sehr gut eine kostenfreie Website aufbauen kann und Menschen in Ländern, die nicht so reich sind, irgendwelche Entwicklungsländer, wo man nicht so viel Geld verdient, da ist es schwierig, sich Shopify für 50 Euro oder 100 Euro im Monat zu leisten oder Wix auch nur für 10 oder 20 Euro im Monat. Da setzt man lieber auf WordPress und steckt ein bisschen mehr Arbeit und Energie rein und hat dann einfach ein sehr kostengünstiges System am Start. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, WordPress muss sich warm anziehen, tut's auch. Also WordPress ist schon seit Monaten und seit Jahren dran, auch technisch zukunftsfähig zu sein, ja, sich zu wandeln. Und ich bin eben der Meinung, ja, WordPress kann sich behaupten, aber nicht immer und überall. Wir schauen uns jetzt zuletzt an, wie ich sozusagen euch empfehle, gegebenenfalls WordPress einzusetzen und auch wie ich die Zukunft von WordPress sehe. Wie sieht die Zukunft von WordPress aus? Also mal grundsätzlich ist meine Überzeugung, dass WordPress da weiterhin seinen Platz hat, wo es eigentlich auch gestartet ist. Nämlich als Blogsystem, da ist es immer noch das beste, flexibelste System und eben insgesamt als Content-Management-System. Content-Management-System heißt einfach, ich verwalte Inhalte und ich baue schöne Inhalte und um
eine anspruchsvolle Website zu bauen mit vielen Unterseiten, wo ich dann auch die entsprechenden Inhalte finde, wo ich die Bilder verwalten kann, wo ich vielleicht auch bestimmte Funktionalitäten brauche, dass ich mir eine Schablone baue von bestimmten Bereichen der Website, die dann immer wieder gleich aussieht. Da ist einfach WordPress nach wie vor einfach das beste System. Deswegen auch kein Wunder, dass die meisten Profis, Online-Business-Profis, nach wie vor ihre Grundwebsite auf Basis von WordPress bauen und eben nicht mit Jimdo oder Wix oder anderen einfacheren Systemen. Was allerdings über dieses Content Management, also über die Grundwebsite hinausgeht, da behaupte ich, wird WordPress es immer schwerer haben. Also ich würde kaum mehr jemandem empfehlen, in WordPress selber den Shop zu bauen. Ich würde sagen, geh zu Shopify oder zu ePages oder zu Gambio, was es da alles für online-basierte Systeme gibt. Halt dich nicht damit auf, aus WordPress einen Shop zu machen. Das ist einfach anspruchsvoll. Du brauchst wirklich jemanden an deiner Seite, der sich richtig gut auskennt. Wenn du einen Mitgliederbereich willst, dann nimm Elopage anstatt mit Digimember und Digistore dir da in WordPress was aufzubauen. Wobei das sicherlich auch an der Stelle noch eine Berechtigung hat, nämlich immer dann, wenn man wirklich was sehr Individuelles machen will, wie ich zum Beispiel gerade bei einem Projekt, wo ich eine Videothek mache in einem geschützten Bereich, die dann filterbar, die Videos müssen filterbar sein. Und da ist natürlich wieder die Flexibilität von WordPress Trumpf. Aber grundsätzlich gilt für mich in Zukunft, ich werde WordPress immer einsetzen für die Grundwebsite, wo die Inhalte sind, wo die Gestaltung stattfindet und für funktionale Parts, wo auch Kundendaten liegen, Newsletter-System, Shop-System, Mitgliederbereich, das lagere ich aus in Plattformen. Auch bei WordPress selber geht der Trend hin zu sowas Plattformartigem. Zum Beispiel im Elementor Cloud. Elementor sagt, du kannst nicht nur den Webbaukasten von mir haben, sondern ich stelle dir auch eine Infrastruktur zur Verfügung, dass du gleich eine Website buchen kannst, die auf Basis von Elementor läuft. Das verhindert eben bestimmte Probleme bei WordPress, zum Beispiel Konflikte, Plugin-Konflikte etc. Oder wenn man jetzt zum Beispiel die Premium-Hoster für WordPress, wie zum Beispiel SiteGround, die bieten dann zum Beispiel eine Staging-Umgebung, bieten Sicherheitsfunktionalitäten, bieten das Caching direkt an auf Serverebene. Das heißt, auch da geht der Trend hin zu Plattformen, dass man eben die Komplexität aus WordPress ein bisschen rausnimmt. Und dann gibt es noch eine ganz spannende Entwicklung, nämlich so hybride Plugins, wenn man so will. Zum Beispiel ein toller neuer Anbieter als Konkurrenz zu WooCommerce heißt Surecard und ist praktisch ein System, was praktisch auf online läuft, also auf dem eigenen Surecard-Server und aber eingebunden ist in WordPress. Also das heißt, die Technik läuft zwar auf einem eigenen Server, aber es fühlt sich an, wie wenn alles direkt in WordPress eingebaut ist und man hat auch die ganze Funktionalität und die ganze Flexibilität von WordPress zur Verfügung. Das finde ich sehr spannend. Daneben gibt es halt noch so Sachen, dass sich Plugins immer mehr ballen bei bestimmten Anbietern. Also in den letzten Jahren wurden viele Plugins auch aufgekauft und das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil eben, wenn man jetzt zum Beispiel insgesamt auf einer komplexen Website 20 Plugins hat von 20 verschiedenen Programmierern oder Unternehmen, dann ist es weniger gut, als wenn man 20 Plugins hat, die insgesamt nur von 5 verschiedenen Unternehmen kommen, weil die spielen dann einfach besser zusammen, die Komplexität wird weniger. Und noch ein kleiner Punkt, den ich noch erwähnen will. Wenn man mal nach Code-Snippets sucht, dann ist es auch so ein bisschen ein Trend, dass es eben für WordPress,
dann für bestimmte Funktionalitäten kein Plugin mehr sein muss, sondern es gibt eben ja Programmierer, die bestimmte kleine Codeschnipsel herstellen oder halt programmieren, und die kann man dann einfach statt einem Plugin in WordPress nutzen und reduziert somit auch wieder die Komplexität und die Anfälligkeit für WordPress. Und auch das gibt dann eine bestimmte Entspannung in WordPress und halte ich auch sehr sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, weil das dann auch immer mehr in die Cloud geht, dass man sich dann einfach von anderen Programmierern so ein Code-Snippet ziehen kann. Und ja, das macht die Arbeit mit WordPress auch leichter. Also Fazit. Webbaukastensysteme sind seit Jahren im Aufschwung. WordPress hält sich, wird auch zukünftig meiner Meinung nach die Position behalten, einfach als wichtigstes Content-Management-System. Aber das, was wir früher hatten, dass man mit WordPress alles gebaut hat, Shops, Mitgliederbereiche, sogar eben das Newsletter-System in WordPress abgebildet haben, das glaube ich ist nicht die Zukunft, sondern man sollte WordPress da nutzen, wo es richtig gut ist, nämlich für die Grundwebsite, für die Inhalte, und Webbaukästen, Plattformen dann nutzen für komplexere Inhalte. Wenn man gerade anfängt mit dem Online-Business, dann kann man auch einfach für die Grundwebsite auf Wix oder auf Chimto, muss man halt gucken, was braucht man für Funktionalitäten, dann kann man auch darauf setzen. Aber wenn man ein sehr profitables Online-Business hat und das größte Umsätze macht, dann ist eigentlich fast immer WordPress die beste Wahl. Das sieht man auch, wenn ihr reingeht und ihr guckt euch einfach an, die großen Online-Business-Leute, die haben einfach praktisch immer WordPress als Grundwebsite, und das hat auf jeden Fall auch seinen Grund. Was denkt ihr, was habt ihr für Gedanken zu Webbaukästen und zu WordPress? Ich würde mich sehr freuen, eure Gedanken darüber zu hören. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Wir sehen uns wieder im nächsten Video.